Guten Morgen. Der Winter kommt. Und der Winter gibt uns eine wunderbare Möglichkeit, eine der vier Säulen der Gesundheit zu festigen oder aufzubauen. Und das ist die Abhärtung. Der Winter ist kalt. Und wir sind gewohnt, auch im Winter in unserem warmen Zimmer, unserer warmen Wohnung zu verweilen und quasi auszuharren, bis der Sommer wiederkommt. Nach meiner Erfahrung her, seit ich den Umstieg auf die Rohkosternährung gemacht habe und da zum Beispiel in der Sauna ganz neue Erfahrungen gesammelt habe, ich habe dazu ja auch ein Video gemacht, ist die Abhärtung einer des eigenen Körpers eine wunderbare Möglichkeit, sich viel besser zu fühlen, sich widerstandsfähiger zu fühlen, unter anderem auch die zweite Säule der Gesundheit, nämlich die geistige Stabilität aufzubauen und ja, generell seinem Körper die Möglichkeit zu geben, etwas Energie oder einfach sparsamer damit umzugehen, wenn Krankheiten kommen, sondern dass der Körper an sich ein viel höheres Potenzial hat, Krankheiten abzuwehren. Und ja, das möchte ich euch einfach jetzt, wo der Winter kommt, unbedingt mit ans Herz legen. Die Abhärtung, also das Gegenteil der Verweichlichung, das ist eine auch von der Maria Schatalowa, deren Buch ich schon mal rezensiert habe, einer der großen Punkte, der in der gesamten Gesundheitsdiskussion vernachlässigt wird. Und dabei spielt es so eine große Rolle. Ihr kennt sicherlich wahrscheinlich alle so den Herrn Kneipp von damals. Das ist so, glaube ich, so das populärste Beispiel. Aber die Abhärtung, das begann schon im alten Rom. Da gibt es Überlieferungen, dass damals schon festgestellt wurde, dass die Personen, die sich eben bewusst abgehärtet haben, dass diese Personen widerstandsfähiger sind. Sowas lässt sich ganz schwer wissenschaftlich nachweisen, weil man kann nur die Person wirklich mit sich selber vergleichen. Einmal, wenn sie abgehärtet ist oder nicht abgehärtet ist. Aber eine Person ist entweder abgehärtet oder nicht abgehärtet. Und wenn man erst einen Zeitraum in dem Zeitraum betrachtet, wo sie nicht abgehärtet war und dann, wo sie abgehärtet ist, so sind das doch zwei verschiedene Zeiten. Und der Mensch ist älter geworden zum Beispiel. Oder was auch immer. Oder andere Umweltbedingungen. Man kann das ganz schwer wissenschaftlich fassen. Aber die Erfahrungen der Menschen sind so vielschichtig und auf so vielen Ebenen auch nachfolgenden Generationen mitgeteilt, dass man, glaube ich, mit großer Sicherheit davon ausgehen kann, dass es gut tut, wenn man sich abhärtet. Und man kennt das ja auch von Schlangengift oder von ja, verschiedenen anderen Substanzen, die man, wenn man sie mit geringen Dosen sich zuführt, dass man da eine Abwehr dafür dagegen entwickelt. Das ganze Impfen basiert letztlich auf dem Prinzip der Abhärtung, zumindest wenn man das etwas weiter fasst. Und von daher, ja, gibt es an sich keine wissenschaftliche Fundierung für die Abhärtung, aber der Menschenverstand und natürlich auch meine persönliche Erfahrung und die Erfahrung der Menschen, die sich selber abhärten, die sprechen halt ganz klar dafür, dass man den Winter unbedingt nutzen sollte. Genau wie der Sommer mit seinem Vitamin D und mit seiner ganzen Energie, wie wir den nutzen, das was sehr, sehr Schönes ist und sehr, sehr, sehr Intensives ist. So ist es doch auch wunderschön, den Winter zu nutzen mit seiner ganzen brachialen, natürlichen, teilweise destruktiven, wenn man so die Blüten anguckt, destruktiven Gewalt, um sich und seinen Körper da abzuhärten. Und ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zum Winter. Ich habe auch im Winter mit der Rohkost angefangen, weil das für mich sich einfach stimmig angefühlt hat. Und der Winter ist, so destruktiv er manchmal erscheint, so ist er dann doch immer auch der Nährboden für etwas Neues. Der Winter zerstört, die Kälte zerstört gerade Pflanzen und noch im Tierreich, aber sie schafft wieder Raum für Neues. Und deswegen liebe ich den Winter sehr, genauso wie den Sommer, den Frühling und den Herbst. Und ich möchte euch eben auch dazu animieren, dass ihr den Winter nicht versucht, euch zwanghaft irgendwie schön zu reden, wenn
da gibt es ja solche Listen, warum ist der Winter schön, weil man dann heißen Tee trinken kann oder so, sondern einfach euch energetisch mal in diese, in diesen Kreislauf, in diesen Transformationsprozess, der über das Jahr stattfindet, auch wirklich reinfühlt. Weil da kommt auch eine große Chance, sich auch dem Tod, dem eigenen Tod, der eigenen Vergänglichkeit auf natürliche Weise zu nähern, ohne darüber wirklich bewusst darüber zu reflektieren, aber einfach mal so emotional das aufzunehmen, dass alles in einem Jahresprozess blüht, gedeiht, aber auch wieder stirbt und etwas anderes transformiert wird. Und wir sind Teil der Natur. Und so fühlt sich der Tod vielleicht dann gerade durch den Winter besonders gut an. Es gibt auch Untersuchungen, wann die meisten Menschen sterben. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen in unseren Breitengraden im Winter sterben. Der Winter sortiert aus. Und wenn man dann im Winter rausgeht, einfach mal nackt rausgeht oder auch nur barfuß läuft oder in den kalten See springt, ja, dann zeigt man, hey, ich bin auch da, meine Energie fließt. Und dann sammelt man Kraft und dann trotzt man den Winter. Und das hilft auch emotional ganz stark dabei, ein gesundes und entspanntes Mindset aufzubauen. Und von daher mein Appell an euch. Abhärtung im Winter. Ja. Egal was das ist, gibt sehr viele Möglichkeiten. Meine Lebensqualität hat es sehr gesteigert, die Abhärtung. Und ich wünsche euch, dass ihr einen Zugang dazu findet, dass ihr das mal probiert. Und übertreibt es nicht. Ja. Step by step. Aber nutzt die Chance, die uns der Winter bietet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen kalten Tag. Lass kalt.